Bereit für Agua Azul? Bien. Wir werden vielleicht ein wenig nass. Ich werde die Fenster schließen. Okay. Ich übersetze weiter. Kalte Wasser von Agua Azul stillte unseren Durst und beflügelte unsere Herzen. Im Herzen des blauen Wassers fanden wir sie. Sie? Suchen wir vielleicht nach mehr als einer Statue? Und im Herzen des blauen Wassers? Was soll das bloß heißen? Die Frage ist, warum wurde das Tagebuch von Lady Sydney Wolverstone als Fiktion veröffentlicht? Sie war wirklich hier. Sie hat Aventuras in ganz Mexiko erlebt. Vielleicht wollte sie nicht berühmt sein. Oder vielleicht dachte sie, dass ihr niemand glauben würde. Muy bien. Fahr weiter nach Westen. Dann runter von der Straße, wenn wir in der Nähe der Wasserfälle sind. Ja. Ja, genau. Lo reconozco. Wir sind schon nah dran. Die Wasserfälle verdanken ihren Namen der Farbe des Wassers. Übersetzt heißen sie Wasserfälle des blauen Wassers. Da muss es sein. Wenn ich eines aus Videospielen gelernt habe. Es ist hinter dem Wasserfall. Komm schon. Die wohl schon hier sind. Die Bilder sind gut. Und weißt du, weil wir Bilder haben, kann uns keiner Loco nennen, wenn wir die Statuen nicht wiederfinden.